große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel, die trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler heißt in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafenberatung. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter allen ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist der Lebt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Ritterlein. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort seinen Bericht!